Guten Morgen, guten Mittag, wie auch immer. Ich freue mich, dass ich heute noch den Raum habe, hier zu sprechen, nachdem ich gestern Abend fast geplatzt bin und mich die Podiumsdiskussion so aufgerührt hat und umgerührt, dass ich schon Angst hatte, dass ich nicht mehr schlafen kann, aber es ging wunderbar. Und meine ersten Worte möchte ich auch noch mal darauf Bezug nehmen. Ganz besonders freue ich mich, dass wir hier Herrn Professor Dürr begrüßen dürfen, der für mich einer der ganz großartigsten Weisen dieses unseres Zeitalters ist, dass er es heute geschafft hat, hierher zu kommen. Ist ganz wunderbar, weil er ist für mich eigentlich schon der neue Mensch, der Herz und Verstand zusammengebracht hat. Und vielleicht kennen Sie sein Buch, Warum es ums Ganze geht. Und genau das ist ja auch das Thema dieses Kongresses hier. Ich habe natürlich auch was vorbereitet, habe mich aber gestern Abend dazu entschieden, alles über den Haufen zu werfen und mich jetzt dem Quantenfeld hier zu überlassen und zu gucken, was kommt. Aber es wird sicherlich auch noch ein bisschen was zur Quantenheilung in Anführungsstrichen, zu dem ich heute ja auch einen Workshop habe, gesagt werden. Zunächst möchte ich mich beziehen auf Siegfried Brumbach, mein Vorredner. Gestern Abend bei der Podiumsdiskussion wurden die Referenten so nett von Peter Orzechowski gefragt, woran glaubt ihr eigentlich, wie geht es denn weiter nach der Zeitenwende? Wie sieht der, auch wieder in Anführungsstrichen, neue Mensch, wie sieht der denn aus? Und Siegfried Brumbach hat ein wunderschönes Bild entwickelt mit Enkeln und in Frieden und am See. Vielleicht kennen Sie Peter Fox. Wie heißt das wunderbare Lied nochmal? Haus am See, hat mich daran erinnert. Und da habe ich mir gedacht, ja, danke Siegfried, das ist der neue Mensch. Dass das ein Mann gesagt hat, als Abschluss dieses Podiumsgesprächs. Das hat mich von Herzen gefreut.